Fahnengärtner in Mitterseel ist ein renommiertes Unternehmen, das seit 1945 hochwertige Fahnen und Textilprodukte herstellt. Von Traditionsfahnen über Siebdruck bis hin zum Digitaldruck. Mit Innovationskraft und handwerklicher Präzision bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Kunden weltweit und verbindet Tradition mit moderner Technologie und Nachhaltigkeit. Strom, unverzichtbar brauchen wir. Am meisten braucht man natürlich in der Produktion. Ja, also für die diversen Produktionsprozesse, die Druckmaschinen müssen entsprechend angetrieben werden, das geht alles elektrisch. Ansonsten ist bei uns, dadurch, dass es Temperaturhitze ist, eigentlich Heizöl momentan noch unverzichtbar, ja, weil wir die Produktionsprozesse mit Dampf produzieren, also Wärme, da brauchen wir dieses Element noch. Versuchen aber auch hier in Richtung Strom zu gehen. Wir haben auch 250 kW Peak PV-Anlage am Dach, haben damit circa 40% unseres Strombedarfs selber. In den Sommermonaten decken wir nahezu manchmal 100% mit Sonnenstrom ab. Und ich denke mal, dass es auch hier ein guter Mix sein muss. Bei Fahnengärtner wird Nachhaltigkeit nicht nur in der Produktion großgeschrieben, sondern auch im Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv gelebt. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört natürlich auch der Mensch dazu. Ja? Und da legen wir einen sehr, sehr großen Wert auf gute Kultur. Und haben nach wie vor eine Betriebsküche im Haus, wo wir für unsere Mitarbeiter kochen. Und auch hier ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich wichtig. Regionalität, Saisonalität. Wir haben einen großen Garten, wir pflanzen selber Kartoffeln an zum Teil. Wir haben Zucchini, wir haben Kürbisse, wir haben Obst für Marmeladen, die wir dann zu Kundengeschenken verarbeiten. In Summe sind das knapp 300 Quadratmeter an Grund, den wir hier selber bearbeiten. Vom E-Fuhrpark für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die große PV-Anlage bis hin zur Wärmerückgewinnung. Fahnengärtner setzt auf Nachhaltigkeit. Weiters bestehen die Stoffe für die Produktion aus recyceltem Polyester und auch zukünftig sind in diesem Bereich weitere Projekte geplant. Uns ist es sehr wichtig, dass wir kreislauffähige Produkte in den Markt bringen. Das heißt, es geht ja einerseits um die Art und Weise, wie wir Dinge produzieren, aber dann geht es auch darum, was passiert nach dem End of Lifetime, was passiert am Ende des Produktionszyklus. Da sind wir gerade dabei, dass wir quasi mit Partnern zusammenarbeiten, Stoffe zurückholen können in Zukunft, diese wieder aufarbeiten. Es gibt mittlerweile Technologien, die das möglich machen. Und wenn es nicht geht, mit Recyclingprodukten von vornherein zu arbeiten, geht es dann in weiterer Folge dann darum, die Dinge wiederzuverwenden und möglichst viel so zu produzieren, dass es dann wiederverwendbar ist, beziehungsweise Produkte auch so auszuwählen, dass das Energie- und die Müllthematik so gering wie möglich gehalten werden kann. Auszeichnungen wie das Umweltblatt bestätigen die konsequenten Bemühungen des Unternehmens in Richtung Nachhaltigkeit. Alles, was an Energiekosten einsparungsmöglich ist zu tun, Ölbedarf einsparen, das ist alles sehr wichtig, weil es zum Grunde meiner Meinung nach zur Nachhaltigkeit dazugehört, enkeltauglich zu arbeiten, damit wir unserer Verantwortung auch bewusst sind und diese auch leben, dass wir quasi die Welt besser weitergeben, wie wir sie für selbst vorgefunden haben. Das gehört für mich dazu, deshalb darf ich hier auch ein bisschen kritisch ein bisschen was anmerken, weil es geht nicht darum, dass es in irgendwelchen Büchern steht, es geht darum, dass wir es leben. Und ich glaube, da in dieser Richtung haben wir bei Fahnengärten über die letzten 15, 20 Jahre sehr, sehr viel gemacht und waren schon frühzeitig mit vielen Entwicklungen dran. Fahnengärtner in Mitterseel engagiert sich intensiv für umweltschonende Produktionsprozesse. Mit dem Einsatz ökologischer Materialien und moderner Technologien setzt das Unternehmen Maßstäbe in der nachhaltigen Textilherstellung.